Hallo und herzlich willkommen zu Fritz, der Schachtrainer, jetzt auch für den PC. Gab es ja vorher für die Xbox, habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal für den Computer an, ob es da besser geworden ist, was ich irgendwie nicht glaube. Gehen wir erstmal in die Einstellungen. Hier hat sich nicht viel getan, ein paar kleine Optionen, die überhaupt nicht viel bringen. Ich kann immer noch das Design ändern in 3D oder 2D. So sieht das Ganze in 3D aus. Genau. Und jetzt gehen wir einfach mal direkt in eine neue Erwarte von Partie. dir eine Partie mit eigenen Ideen. Ja. Genau. Die Kamera ist immer noch miserabel. Ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, warum hier überhaupt Xbox-Button angezeigt werden, während ich mit Maus und Tastatur spiele. Aber okay. Spielen wir einfach mal. Sehr schön. Direkt schon die Erfolge für 1000 Moves bekommen. Ein Zug gemacht. Erste Runde. Stark. Gutes Spiel. Touché. Touché. Und nochmal die gleichen Erfolge. Touché. Capture und nochmal die gleichen Erfolge. Stark. So, ich ändere mal das Design auf 2D. Das ist mir ein bisschen lieber. Das drängt und stößt, das rutscht und klappert, das zischt und quirlt, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt, ein wahres Hexenelement. Ja, genau, perfekt. Man muss nochmal sich vor Augen halten, dieses Produkt kostet 20 Euro bei Steam, 19,50 Euro, um genau zu sein, gerade zu diesem Zeitpunkt. Und ja, man muss es eigentlich nur auf sich wirken lassen, um zu verstehen, wie schön dieses Spiel doch ist. Und schon wieder dieselben Erfolge, die hier aufploppen. Und ja, es ist von ChessBase. Man ist eigentlich gute Software von denen gewöhnt, beziehungsweise die machen halt die große Schachsoftware, und zwar Fritz, der Schachtrainer, an sich und nicht dieses Spiel hier, was sie halt für die Xbox rausgebracht haben. Und ich glaube auch für die PlayStation. Und das ist halt jetzt hier das Resultat eines Schachspiels für den Computer. Auf solche Steine können wir bauen. Und ich habe den Sinn des Spiels, also den Sinn, klar, es ist halt ein Schachspiel, aber wofür zahle ich hier 20 Euro? Das habe ich nicht ganz so verstanden. Weil ich kann auf chess.com gratis spielen, ich kann auf leechess.org gratis spielen. Ich bekomme da Traineranweisungen, ich bekomme da Hinweise und zahle weniger Geld bis gar kein Geld, je nachdem, wie ich halt spielen möchte und wie ich halt lernen möchte. Und werde halt nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Erfolgen zubombardiert. Naja, also ich habe halt keine Ahnung, die Sinnhaftigkeit dieses Programms nicht ganz im Blick und verstehe nicht, was das Ziel dieses Programms sein soll. Für mich als Schachspieler. Außer dass ich hier angepfiffen werde. Und ich spiele jetzt einfach nur eine Partie. Ich bin kein guter Schachspieler oder sowas, aber ich Jetzt weiß lassen nicht. wir den Springer tanzen. Ich weiß nicht. Gardez. Matt. Stark. 10 Spiele gewonnen gleichzeitig.
Ich habe 5 Spiele gegen Fritz gespielt, 10 gegen Fritz gespielt, 25 gegen Fritz gespielt. Ich habe einfach alle Erfolge freigeschaltet in einer Runde. Das war es eigentlich auch schon von dem Spiel. Also mehr möchte ich euch auch gar nicht zeigen. Weil da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass ich da das Geld auch zurückerstatten werde. Weil das Spiel ist 2,99 € maximal wert für Leute, die halt auf dem PC irgendwie Offline-Schach spielen wollen oder sowas. Aber es ist halt eher, naja, spielt Chess.org. Chess.org. Chess.com oder leadchess.org. Spielt gratis Schach. Lasst euch hier nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Macht's gut. Ciao.